Hallo meine Lieben, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran mit den Oktoberfavoriten, aber ich denke, die interessieren trotzdem noch, weil der November ist ja noch nicht so weit vorangeschritten. Deswegen bleibt dran! Ja, gleich zwei meiner Favoriten, die ich euch jetzt vorstellen werde, trage ich auch heute. Der erste Favorit ist dieser Lippenstift hier. Das ist der Ultimate Shine Lippenstift von Catrice in der Farbe 290, Chestnut Tree. Und genau. Ich habe nämlich jetzt eine neue Kamera, die wieder Autofokus hat. Also da muss ich mich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen. Jedenfalls, den habe ich von einer Freundin bekommen, die beim DM arbeitet und sich dann manchmal Sachen aussuchen kann, die aus dem Sortiment gehen. Und da durfte ich mir dann was bei ihr aussuchen. Und da hatte ich diesen Lippenstift hier gesehen und fand den super, super toll. Danke nochmal, Tanja, an dich, dass ich mir den aussuchen durfte. Wie ihr seht, super schöne Herbstfarbe. Eine andere Herbstfarbe als dieses Tiefrot, was man im Moment immer so sieht. Sondern halt so ein Braun, was nicht direkt so ganz Gothic-mäßig aussieht. Obwohl ich das auch schön finde, so ist es nicht. Aber das Problem daran ist natürlich jetzt, dass der aus dem Sortiment geht. Was eigentlich fies ist, dass ich euch den jetzt zeige. Ich wollte euch aber lediglich die Inspiration geben, mal nach so Brauntönen zu gucken. Weil vor nicht allzu langer Zeit hätte ich mich an so eine Farbe noch nicht rangewagt, sage ich jetzt mal. Aber seit das Ganze mit der Kylie Jenner Lippe so in ist, ist das ja auch kein Problem mehr. Und ja, finde ich wirklich eine schöne Alternative zu so einem tiefen Rot jetzt im Herbst. Dann der zweite Favorit, den ich heute auch trage, sind diese Wimpern hier von Ardell. Das sind die Demi Wispies von Ardell. Und ich habe einen kleinen Freudenschrei getan, als ich gesehen habe, dass es die auf Amazon hier in so einem Multipack gibt. Ich habe die nämlich sonst immer bei Douglas gekauft und da kostet eine Packung, also mit zwei Wimpern drin, kostet da 8 Euro, meine ich. Und diese Packung mit sage und schreibe 4 Stück kostet bei Amazon 10, 11 Euro. Unglaublich und ich liebe die einfach so. Das sind die allerbesten Fake-Wimpern, die ich so ausprobiert habe in letzter Zeit. Ich kann ja mal ein bisschen die Kamera nah ranholen, dass ihr die Wimpern mal sehen könnt. Ja, so schauen die aus. Richtig, richtig gut. Ich mag halt auch dieses Katzenartige, dass die nach hinten hin so ein bisschen länger werden. Und bin total verliebt und ich trage die wirklich jeden Tag, ne? Also habe ich jetzt auch keine Probleme mehr mit, so Fake Lashes Tag für Tag zu tragen. Also finde ich richtig geil. Dann habe ich bei meiner Mutter ein Haarspray entdeckt und ich bin sonst nicht so der Haarspray-Mensch. Aber dieses Haarspray hat es mir wirklich angetan. Es handelt sich um das Tuft Perfect Flex Haarspray. Ich mach's mir... Oh, nee, da steht eine Kerze. Ich wollte gerade sagen, ich mach's mir mal drauf, aber ich glaube, das wäre... Ich mach's mal in die Richtung so ein bisschen drauf. Oh, und der Duft, der Duft. Ich wünschte, den gäbe es als Parfum. Das ist so, das riecht so nach, boah, nach so Multivitamin für die Haare. Ist jetzt eine komische Beschreibung, aber das finde ich, so passt es am besten. Ich liebe den Geruch und das Problem an diesem hier ist, dass das irgendwie ganz neu ist und ich das bisher nur bei Müller gesehen habe. Also ich glaube, bei DM gibt es das gar nicht. Bei Rossmann glaube ich auch nicht. Ihr müsst im Müller gucken, falls ihr euch das mal anschauen wollt und mal dran schnuppern wollt. Es riecht bombastisch und der Halt ist wirklich auch super. Und wenn die Haare nass werden, dann riecht das auch nochmal, dann kommt der Duft nochmal so richtig raus. Ich meine, ist eigentlich egal, wenn die nass werden, aber das ist so schön. Richtig, richtig cooles Produkt. Dann habe ich hier ein paar Produkte, die sind so, die sind zwar gut, aber auch schlecht. Also es handelt sich hier um diese Glam Glow Masken. Die gab es hier in so einem riesen Geschenk-Kubus bei TK Maxx für, wie viel hat es gekostet? 16,99 für die Glam Glow Super Matte Clearing Treatment Maske und für diese Glam Glow Youth Matte Tingle Exfoliate Treatment Maske. So, ist natürlich erstmal ein super Preis und ich habe mich gefreut und die direkt mitgenommen. Was ich auch direkt mitgenommen habe, war diese Glam Glow Maske für die Augen. Die haben auch gekostet 16,99 und der normale Preis ist hier auch 50 Euro. Die kommen dann hier in so kleinen Dingern
für jeweils ein Auge eine Maske, aber da reicht wirklich ein Ding für ein Auge. So, also Preis ist erstmal super, ja, da hat TK Maxx wieder einen super Schnapper gemacht, ja. Das Gute, aber auch das Schlechte an diesen Masken ist aber, dass die wirklich die Unreinheiten aus der Haut rausholen. Falls ihr also irgendwelche Unreinheiten habt, wo ihr möchtet, dass die rauskommen, es gibt ja manchmal so hartnäckige Sachen, da will man irgendwie, dass das mal alles ausreinigt sich von alleine, weil man es selber nicht schafft, weil die noch nicht reif genug sind. Ja, und mit diesen Dingern, wenn ihr das drauf schmiert, so war es zumindest bei mir, kommen die hoch. Das wusste ich aber am Anfang nicht und hatte dann eine super verpickelte Stirn. Das war nicht schön, weil ich das eigentlich so nicht gewollt und geplant hatte. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich mal so eine Stelle habe, wo ich möchte, dass die Unreinheiten rauskommen, sind die Masken auf jeden Fall super bestens dafür geeignet. Also die holen echt alles raus. Anders sind hier die Glam Glow Augenmasken. Die haben jetzt zum Glück und logischerweise keine Unreinheiten hier um die Augen rum verursacht bei mir. War ein schöner Feuchtigkeitskick, aber war jetzt, glaube ich, auch nicht so, dass man es unbedingt haben muss. Von daher ist es nur teilweise ein Favorit, wenn ihr wisst, was ich meine. Also sie sind für ein bestimmtes Ziel sind die gut, aber wenn man das nicht haben will, sind sie eher nicht gut. So, kommen wir mal zu meinen Fashion-Favoriten. Ich habe hier einen Fashion-Favorit, da habe ich so ein bisschen mit mir gehadert, ob ich das zeigen soll, ja. Weil es ist nämlich ein Tanga. Ja, und der ist von Calvin Klein. Und ja, da ist ja jetzt gerade so ein Riesenhype um diese Calvin Klein Unterwäsche und wollte ich halt einfach mal austesten. Und ich sage euch, ich hatte noch nie im Leben so bequeme Unterwäsche. Ich würde euch sicherlich keinen Tanga in die Kamera halten, wenn ich nicht absolut davon überzeugt wäre, dass da wirklich der Name auch Qualität verspricht. Der kostet bei Amazon 17,50 Euro, ich glaube bei Zalando auch. Und ja, kann ich euch nur empfehlen, der ist so bequem. Der hat ja hier so einen dicken Gummibund. Und der schnürt einfach überhaupt nicht ein. Und das ist so ein ganz weicher Stoff. Ich bin wirklich, ich habe halt gedacht, man zahlt da halt für die Marke und so. Nee, das ist definitiv eine Mega-Qualität. Bin ich so absolut überzeugt von. Und ich glaube, da kaufe ich mir noch ein paar weitere Unterwäscheteile. Ein paar Schlüpper. Dann habe ich noch im Oktober geliebt meinen riesigen Oversized Cardigan von Pimkie mal wieder. Der schaut so aus, der ist richtig lang und richtig gemütlich und hat halt hier auch so Taschen. Und mal ganz ehrlich, Leute, Pimkie hat sich doch echt gemacht, oder? Also ich gehe da wirklich gerne rein. Der ist hier direkt gegenüber von Zara und wenn ich von Zara rauskomme, gehe ich in Pimkie und das ist vom Style her jetzt cool. War ja früher mal nicht so, ne? Aber richtig, richtig schön. Den gibt es da aktuell noch. Kostet 40 Euro, aber dafür ist das auch wirklich so ein richtig dickes Teil. Das ist richtig gute Qualität. Und ja, den liebe ich einfach so sehr. Und ich glaube, ich ziehe den jetzt einfach mal an. Den kann man auch einfach sich mal so überwerfen über einen Schlafanzug oder so. Ich weiß nicht, der ist einfach, der ist so chillig. Moment, ich zeig den euch mal. Kann man das so ein bisschen sehen? Kommt nicht so rüber, ne? Aber der sieht richtig, richtig schön aus und ich liebe den. Dann ein weiterer Fashion-Favorit sind meine Overknee Boots von Forever 21. Die sind so cool. Ich habe gedacht, ich würde die dann vielleicht gar nicht so oft tragen, aber ich habe die jetzt schon so oft getragen, weil die einfach so alltagstauglich sind, obwohl das so Overknee Boots sind, die ja schon so ein bisschen sexy schon sind, ne? Aber wenn man die richtig kombiniert, sieht das einfach so sophisticated aus und ich liebe die und ja, Overknees sind definitiv ein Favorit diesen Monat oder letzten Monat gewesen. Dann habe ich noch zwei Lieder, die ich den ganzen Oktober lang rauf und runter gehört habe. Das ist einmal von Lapsley, Hurt Me.
von Izzy Bizou, White Tiger. Das liebe ich auch total. Und natürlich Hello von Adele, aber das zähle ich mal gar nicht dazu, weil ich glaube, es gibt niemanden auf dieser Welt, der das Lied nicht toll findet. Das kann ich mir eigentlich... Nein, das kann ich sein. Ja, meine Lieben, und das war es schon wieder für diesen Monat. Alle Sachen findet ihr natürlich unten in der Infobox verlinkt, auch die Lieder, einfach alles. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss!